Der RTV Sport Talk wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Karlsruhe. Diesmal zu Gast beim RTV Sport Talk Marcel Zeller. Morgen ein ganz großes Boxereignis. Wer kennt sie nicht? Regina Halmich. Regina Halmich wird morgen einen ganz wichtigen Kampf, den 50. Profikampf in ihrer Berufskarriere, so kann man es ja wirklich nennen, bestreiten. Und nun im Vorprogramm haben wir einen Lokalmatador, und zwar den Marcel Zeller. Lieber Marcel, danke, dass du gekommen bist. Freut mich auch, Herr Dr. Du machst doch den berühmten Vorkampf, das ist doch auch eine ganz wichtige Geschichte für dich. Jeder Kampf ist wichtig, natürlich, ganz klar. Und wir gehen davon aus, dass wir hier einen guten Kampf machen, das Publikum begeistern werden und am Schluss auch den Ring als Sieger verlassen werden. Die Boxkarriere von dir, das ist doch eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Du hast ja erst mit 16 angefangen zu boxen. Und wie war es denn bis dahin? Was hast du da bis dahin gemacht? Fußball gespielt, wie alle anderen auch? Oder was hast du gemacht? Ja, auch eine Breitensportart, damals zumindest zu Boris Bergers Zeiten. Mein Vater wollte natürlich zu Bergers Zeiten einen zweiten Boris aus mir machen. Ich habe dann immer auch schön fleißig Trainerstunden genommen, Einzeltrainerstunden. Im Tennis war auch nicht schlecht. War mal Weiler, aus Weil am Rhein komme ich, vor der Basler Grenze ist das. Weiler Stadtmeister der Jugend, hat mich ja auch, ist auch ein toller Sport. Ich spiele heute ab und zu noch mit meinem Nachbar Tennis, der ist 75 Jahre alt. Lässt mich immer 6-0 stehen, aber so weit, so gut. Man wollte mich natürlich vom Kampfsport fernhalten, weil es doch natürlich auch mit Gewalt zu tun hat. Und ich bin auch eigentlich sehr behütet aufgewachsen, war im Klosterinternat, auf Privatschulen in Basel und auch sonst sehr behütet. Und da passt halt das Tennis doch ein bisschen besser dazu. Aber es ist in mir gewesen, das Blut fließt in einem und das ist infiziert vom Boxvirus. Und so ist es bis jetzt gekommen, ja. Hast du denn eigentlich, um zum Boxen zu kommen, ein Vorbild gehabt, dass du gesagt hast, mein Gott, so möchte ich eigentlich mal Boxen lernen oder Boxen können? Am Anfang eigentlich nicht. Also mich hat Kampfsport allgemein interessiert. Ich habe auch jahrelang Thai- und Kickboxen betrieben, auch mal Karate und so ein bisschen ausprobiert. Und bin letztendlich so mit 20 eigentlich erst zum 21 zum Boxen gekommen, als ich nach Karlsruhe gezogen bin. Da habe ich mal kurz für Knieling geboxt und dann 9 Jahre für den KSC als Amateur. Habe auch einige Kämpfe bestritten. Bis der Jürgen Lutz hier aus Karlsruhe seinen Boxstall ins Leben gerufen hat, die Baden Box Promotion, und einen Aufbaugegner für sein Aushängeschild, für sein Schwergewichtsaushängeschild gebraucht hat, der eigentlich verlieren sollte gegen Georgios Memos. Das haben wir hier in der Baden Landhalle ausgetragen 2003 und den habe ich dann in der ersten Runde schwer ausgenockt. Auf die Bretter geschickt. Und das hat dir dann eine Reputation gegeben, dass man gesagt hat, oh, da ist ja einer, der hat Talent, der hat Mut. Und wie ging es dann weiter? Ja, da hat sich schon ein bisschen angekündigt und wir kamen so ein bisschen ins Überlegen, aber auch noch nicht so richtig, weil viele haben gesagt, Lucky Punch. Und gut, er lag dann bestimmt 5 Minuten im Ring, eigentlich bewusstlos oder sehr benommen. Und mein jetziger Manager, Detlef Loritz vom FLP Boxteam Koblenz, war an dem Abend anwesend mit 2 Boxern, mit 2 deutschen Meistern, die auch in dem Programm geboxt haben, hat das gesehen und hat gedacht, ja, ich mache in 2 Monaten eine Veranstaltung und ich brauche eigentlich auch einen Aufbaugegner, sagt man ja so, Aufbaugegner für mein Aushängeschild in Koblenz. Dimitris Alexoudis war das damals. Hab dann 2 Monate später auch in Koblenz geboxt, da hat mich da eben engagiert dafür für den Kampf. Und habe auch sein Aushängeschild dann in der ersten Runde schwer ausgenockt. Und so hat es seinen Weg genommen, ja. Das ist halt gefährlich mit dir, mein Lieber. Also, du haust da alle Aushängeschilder weg, also unglaublich. Für Fernsehmoderatoren keine Sorge, ja. Ja, du, also das will ich gar nicht erst mal probieren. Die andere Frage war eigentlich noch von mir, wie viele Kämpfe hast du denn jetzt schon gemacht? Wir haben jetzt insgesamt 12 Kämpfe bestritten, davon 10 Siege, 9 K.O.s. Das heißt, du bist ein junger Profi mit einem schon sehr respektablen Ergebnis, würde ich mal sagen. Nicht? Würde ich sagen, ja. Es ist halt so, dass natürlich die großen Boxställe politisch auch die Möglichkeit haben und auch vom Geld her, die ihre Jungs sehr
viel vorsichtig und besser aufzubauen. Ich habe jetzt zwei Niederlagen, davon kann man auch sprechen. Eine Niederlage, die eigentlich keine war, gegen einen Sauerland-Schützling, Cengiz Koç, der vor kurzem auch um die Europameisterschaft geboxt hat und Ende des Jahres nochmal boxen wird um die EM. Da habe ich den Kampf nach 6 Runden eigentlich klar gewonnen, haben ja auch sämtliche ARD-Experten, Waldemar Hartmann, Sven Ottke gesagt. Aber es ist halt so, dass nicht der Promoter-Boxer auch, und das möchte ich von meinem Promoter auch, wenn ich auf einer eigenen Veranstaltung boxe, beschützt wird. Wenn es dann knapp von den Punkten ist, kriegt er den Vorteil. Ist auch völlig in Ordnung. Das war der eine Kampf, den ich verloren habe. Und ich hatte damals 4 KOs in der ersten Runde und diesen Cengiz Koç eben, den ich eigentlich für mich nicht verloren habe. Hab dann bei Sven Ottke in der Abschiedsveranstaltung, als er seinen Titel dann niedergelegt hat, auch geboxt. Gegen einen Gegner, der mich weiterbringen sollte, als einen sogenannten Aufbaugegner. Und Hochmut kommt vor den Fall. Und so war es auch. Und dieser Gegner hat mich dann auch K.O. geschlagen. Und das hat mich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und wenn das so sein sollte, dann war das auch gut so. Da hast du daraus gelernt, wie man so schön sagt. Sehr, sehr viel, ja. Mein Lieber, du hast ja eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und zwar, das will ich auch hier den Zuschauern zeigen, dein Outfit. Ja. Dein Outfit ist ja was ganz Spezielles, würde ich sagen. Es gibt zu jedem Faktum natürlich eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote und somit auch zu meinem Outfit. Es ist ein Kilt, ein klassischer Schottenrock, der eine Musterung hat. Und die Musterung zeigt eigentlich in Schottland, oder hat es auch früher gezeigt, um das 11. 12. Jahrhundert, die Clan-Zugehörigkeit. Und das Muster, das ich trage, ist eben das Muster der Stuart-Familie. Das ist die königliche schottische Familie, die immer auch um ihre Unabhängigkeit gekämpft hat. Vor allem auch, ich möchte es mal jetzt nicht so dramatisch ausdrücken, aber dieser Film Braveheart kennt jeder. Ja. Dieser William Wallace ist ein Nationalheld, ein schottischer Freiheitskämpfer. Ist auch, muss ich sagen, menschlich auch ein Vorbild, weil er eben, so wie ich im Ring, für eine Sache alles gegeben hat. Genau. Ja, und das haben wir vor meinem ersten Kampf, vor meinem Debüt eben besprochen mit meinem Trainerstab. Was können wir tun, um meine inneren Eigenschaften nach außen zu befördern? Ich hatte damals einen Lauftrainer, Ernst Fuchs, der mich konditionell vorbereitet hat. Er ist halber Schotte. Und hat eben gesagt, Marcel, eigentlich hast du die Charaktereigenschaften wie das schottische Volk, die Mentalität, Gradlinigkeit, Ehrlichkeit, kein Blatt vor den Mund und eine gewisse Sturheit auch, Verbissenheit, Ehrgeiz. Trag doch einen Schottenrock. Und somit sind wir auf den Schottenrock gekommen. Und der macht mich jetzt aus eigentlich auch, das Image. Auch natürlich. Sag mal, wie ist es eigentlich, wenn du morgen jetzt vor der Regina Halmich boxst? Sie ist ja eine Frau. Und wie ordnest du das eigentlich ein, Frauenboxen? Ist das in deinem Sinne auch oder ist das sehr schwierig, damit zurechtzukommen irgendwie? Mittlerweile absolut. Am Anfang natürlich der menschlichen Gewohnheitstheorie, muss man sagen, natürlich. In den Anfängen des Frauenboxens überhaupt, auch von Regina Halmich, hat man natürlich schon so mit einem Fragezeichen auf die ganze Sache geguckt. Aber die Regina hat natürlich den Boxsport, das Frauenboxen speziell, so weit nach vorne gebracht. Also sie hat so eine enorme, sie begleitet eine Ausnahmeposition, die nie mehr, wenn sie mal irgendwann zurücktreten sollte, und das wird sie irgendwann natürlich, das wird niemand ausfüllen können, diese Position, ganz klar. Sie ist da ein Unikum, sie ist in die Boxgeschichte eingegangen, ganz klar. Marcel, tausend Dank, wir sind schon wieder am Ende. Ja, ich freue mich ganz besonders, wenn du morgen in den Ring steigst und natürlich toi, 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 viel Erfolg und vor allem für die Zukunft wenig Verletzungen und beim K.O. dann bitte Gnade. Ja, ja. Mein gutes Herz spielt da eine große Rolle, noch ein bisschen mit einer Rolle. Ja. Wunderbar. Ich werde Rücksicht nehmen. Sehr schön, freue ich mich. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, tausend Dank für Ihr Interesse. Das war RTV Sport Talk. Morgen gehen Sie mal ruhig in die DM Arena. Sie werden einen sehr, sehr fantastischen Boxabend erleben. Und in einer Woche sehen wir uns wieder. Und bis dahin alles Gute. Danke für Ihr Interesse. Der RTV Sport Talk wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Karlsruhe.